In diesem Haus wohnt schon seit vielen Jahren niemand mehr. Dieser Lost Place ist noch komplett eingerichtet. Auch mit persönlichen Dingen der letzten Bewohner. Doch warum ist all das verlassen? Selbst im Garten stehen noch die Autos. Ich glaube, in der jetzigen Situation sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir irgendwo noch einen zweiten Ein- und Ausgang finden. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen spannenden Lost Place Abenteuer. Ja, spannend auf jeden Fall, das können wir euch verraten. Wir stehen nämlich schon auf dem Grundstück drauf. Eigentlich sieht es aus, wenn wir im Wald wären. Urwald. Urwald, aber das hier war früher mal der Garten. Und wir müssen jetzt noch ein paar Meter in die Richtung. Also, ja, let's go und hofft man, dass hier nichts passiert. Und wir unentdeckt bleiben. Leute, wir sind hier gerade durch den Urwald gelaufen und jetzt tun sich hier vorne einfach zwei Autos auf, die komplett lost sind und komplett von der Natur zurückgeholt worden sind. Alles komplett durchgerostet. Aber ich finde die Scheibenwischer, die sehen echt noch am besten aus. Ne? Also die sehen noch relativ neuwertig aus. Auch wenn man durch die Scheibe mittlerweile nicht mehr durchgucken kann. Kennt ihr das hier noch? Ich glaube, hier oben war doch immer die Antennenhalterung gewesen, ne? Die immer gerne abgebrochen ist. Und der andere Wagen hier, der lässt sich auch gar nicht mehr öffnen. Und ist aber auch komplett innen drin voll. Spinnennetze, boah, richtig krass. Richtig, richtig heftig. Hinten sind noch die Polster mit so einer Folie bedeckt gewesen. Hier kann man noch mal einen Blick in den Wagen reinwerfen. Und schaut euch mal an, wie der Wagen aussieht von innen. Das ist so heftig. Richtig, richtig heftig. Radio ist sogar noch drin, Leute. Das sieht von innen, auch von den Polstern her, so gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wahnsinn. Ich frage mich gerade, ob die hier einen Gärtner hatten, ne? Bei dem riesengroßen Garten, den die hatten. Hey, richtig krass, wirklich. Das ist ein richtiger Wald, den die hier als Garten hatten. Jetzt sieht man hier auf jeden Fall Beton. Offenbar ist vor mir direkt ein Gebäude. Hier, seht ihr das? Mitten in diesem ganzen Grün tun sich jetzt plötzlich hier Mauern auf. Wir müssen ein bisschen aufpassen, denn direkt da vorne ist der Haupteingang, wo Anja gerade steht. Und da ist ein Tor, wo man durchschauen kann. Und auch wenn das hier alles so wie Wildnis aussieht, aber da drüben ist Zivilisation. Also ich muss sagen, der Eindruck von dem Wald spiegelt sich hier original wieder. Steht ja alles komplett zu. Direkt hier am Eingang liegt so ein Bild. Ich glaube, das ist nur so ein Kunstdruck. Ne? Das ist, glaube ich, nichts Teures. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wo wir hier hintreten. Weil gerade hier im Eingangsbereich ist wirklich alles komplett zugestellt. Sieht so ein bisschen aus, als wenn die hier ausziehen wollten, aber vergessen haben, die ganzen Sachen abzuholen. Ich glaube, das muss ich mir mal genau unter die Lupe nehmen. Was meinst du? Sherlock. So, also ich würde auf jeden Fall behaupten, wir stehen hier jetzt gerade mitten im Esszimmer. Und ich finde, das sieht jetzt nicht so schlimm aus zu dem, was wir jetzt gerade noch gesehen haben. Das stimmt, ja. Und da hinten steht was ganz Interessantes. Ich glaube, da hinten steht ein Computer. Also, ich glaube, dass du recht hast, aber für mich sieht das aus
wie so eine Zeichnung aus einem Comic. Also, wenn ich da was zeichnen müsste. Also ich weiß aber nicht. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie so ein Datending. Also ich sag mal so, das ist, glaube ich, eine elektrische Tastatur oder so. Ne? Definitiv. Ich glaube, hier war das Laufwerk gewesen, ganz rechts. Und da sieht man auch noch die einzelnen Knöpfe mit Buzzy, Break, An, Aus, Power, Eject. Ja, das scheint offenbar so ein ich würde mal sagen, man konnte irgendwas darauf speichern, vielleicht auf irgendwelche XXL-Disketten und hier irgendwas schreiben, ne? Auf jeden Fall ein richtig altes Teilchen, ein Tektronix 4051. Also wenn wir da Infos noch finden, dann blenden wir die auf jeden Fall euch noch ein. Cool. Hier hatten sie auf jeden Fall einen richtig schönen großen Kamin gehabt, ne? Also wenn die hier in dem Esszimmer saßen, hatten sie es schön warm gehabt. Aber guck mal, hier oben, da ist Teppich, ne? Das haben wir so auch noch nicht. Nee, gar nicht. Das ist kein Teppich. Wie nennt man das nochmal? Das ist wie so ein Vorhang. So ein Vorhang, genau. Ich dachte, das gerade wäre irgendwie... So wie so eine Verkleidung einfach für den Kamin, ne? Ich finde, das sieht auch echt sehr edel aus. Passt jetzt nicht mit dem Muster überein. Aber an sich finde ich das jetzt nicht so schlecht. Würde ich mir jetzt auch nicht zu Hause irgendwo dran machen. Aber ich finde, es passt einfach zu dem Haus, oder? Das stimmt. In die Küche. In die Küche? Mhm. Ach du Scheiße. Das ist ja mal so richtig krass zugestellt, hä? Oh, ich glaube, das war mal eine sehr, sehr schöne Küche, aber sie ist halt einfach komplett zugestellt, ne? Was glaubst du? Also ich glaube, dass sie alles einfach komplett durchwühlt wurde, weil ich glaube, dass diese Kisten hier einfach mal übereinander gestapelt waren und jetzt durch ja, irgendwelche Leute durchwühlt wurden und alles, ja... zu Boden gerissen. Boah, heftig. Aber die hatten einen richtig schönen, offenen Dunstabzugshaube gehabt, ne? Hier ist das, was ich meine. Seht ihr das? Die hatten so eine richtig große Dunstabzugshaube, was ja eigentlich relativ modern ist. Also heutzutage hat man sowas natürlich, aber für damalige Verhältnisse gar nicht mal so schlecht, ne? Und hier ist einfach dieses riesengroße Chaos. Anja steht auch neben dem Kühlschrank. Oh jo, ich sehe es gerade auch. Hatten wir gerade auch so nicht gesehen. Und ich glaube, hier wurde gerne, was ist das? Das Bier oder was ist das? Guck mal an, ja. Ah nee, die haben irgendwas drin gesammelt. Was ist denn das? Also hier ist auf jeden Fall Porzellan drin. So kleine ja, Becherchen. Hier auch. Also ist irgendwie ja, Porzellan einfach drin. Was so, hier ist sogar noch was eingepackt ist, aber das ist ein Einmachglas, würde ich sagen. Ne? Hier. Ja, auch so kleine Gläser. Hier sind auch teilweise verpackte Sachen. Also irgendwas. Guck mal. Ach krass, hier ist schon ein bisschen was eingestürzt da hinten. Oh Gott, nee, oder? Ja. Nee, so ein. Oder? Nee. Das ist so. Achso, es ist so. Ach, krass. Hier ist die Küche. Oder? Ja. Guck mal, da hatten die da eine Klingel gehabt? Ist das eine Klingel? Nee, Lichtschalter. Lichtschalter. Boah, krass. Guck das mal an hier. Das war die Küche gewesen. Was war denn das denn da links gewesen? Oder war das hier die alte Küche? Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Komisch. Vielleicht gab es hier auch zwei Küchen. Vielleicht gab es hier auch irgendwelche Bedienstete oder so. Heftig. Und überall diese Perry-Dinger, wo die da was drin hatten. Ich dachte, es wären irgendwie, die hätten hier irgendwie palettenweise das Bier am Start. Ach, guck mal, da hinten war auf jeden Fall auch noch so ein Kamin. Hast du da oben so eine Abzugshaube? Wobei, was ist das? Nee, das kommt von dem Ofen wahrscheinlich da unten, oder? Ja, ja. Ja, das gehört zu dem Ofen, ne? Krass. Ist das ein Heizofen oder was ist das, ne? Ich glaube, das ist eine Heizungsanlage, ne? Die sie nachträglich irgendwann mal gebaut haben von Grundig. Nee. Nee, habe ich auch erst gelesen. Grundfos. Grundfos. Und dort oben sieht man auf jeden Fall, dass da durch das Rohr offenbar ein bisschen Feuchtigkeit entstanden ist und die ganze Decke ist komplett voller Schimmel, ja. Wie man sieht. Wahnsinn. Und hier, guck mal, hier stehen noch die... Ja, ist genau so ein Schrank, den meine Uroma damals auch hatte. Ja. Das weiß ich noch ganz genau, ja. Und hier steht einfach noch alles komplett drin. Wahnsinn, eigentlich ist hier echt alles komplett da, ne? Guck mal, was ist hier? War das ein Zuckerglas, ne? Ja, da hinten noch. Das ist immer wieder so. Zucker, ja, ist Feuchtigkeit ist, wahrscheinlich, ne? Dran gekommen oder was? Krass. Guck mal, hier ist noch so eine Dose von irgendetwas. Steht da irgendwie noch. Die ist auf jeden Fall noch zu. Ein Datum oder irgendwas drauf? Ja, 2018. Ach. Haltbar bis 2018.
Naja, gut, durch Konserven. Das sieht aber schon sehr lecker aus. Also. So Konserven halten ja auch meist einige Jahrzehnte, ne? Sauerkraut mit Würstchen. Würde ich mal so behaupten. Also klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Vielleicht gucken wir uns einfach mal was anderes an, was hier noch so steht. Weil Konserven, wie du schon sagst, halten ja Ewigkeiten. Ne? Da kann man. Ist halt kein Maßstab, ne? Das stimmt. Und das hier? Tja. So eine Art Öl, ne? Für Salat oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Aber da steht jetzt nichts explizit drauf. Ist nicht irgendetwas in der Küche, wo wir vielleicht ein MHD finden könnten, was irgendwie Aufschluss gibt? Guck mal hier, das könnten wir nehmen. Das ist ja ein Arzneimittel, Hansaplast, irgendwas. Und das ist von September 97. Ja, das passt irgendwie schon ein bisschen eher. Krass. Guck mal, das ist mir gerade gar nicht so aufgefallen, ne? Hier hat auch noch jemand hier diese Teller so gesammelt, ne? Das war früher auch sehr häufig, dass Leute sowas gesammelt haben. Guck mal, ist da nicht so ein chinesischer Kalender? Ja, ne? Aus dem Jahr 2011, Anja. Und hier mitten im Flur, seht ihr das? Steht hier einfach so ein Ofen und das Rohr geht einfach nach oben. Aber das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was hier unten auf der Etage noch alles sich befindet. Guck mal. Hier ist einfach eine Kanone. Ja. Aus Holz, richtig geil. Was ist das hier? Was die hier gesammelt haben, sagen wir noch ehrlich. Ja, alles. Zeitung oder was ist das? Guck mal hier in den Raum rein. Oh, krass. Bücher, Zeitschriften, einfach alles, ne? Und dann so abgedeckt mit so einer Folie noch, ne? Heftig, Anja, ey. Das ist da unten voll... ist doch so ein Fotoalbum, was ist das, ne? Das sieht uralt aus, ja. Richtig geil. Krass, aber auch der Flur, in dem wir jetzt uns gerade befinden, ist komplett voll. Voll hier möglichen Kisten. So provisorisch die Decke abgehangen. Ja. Auf so ein zwei Regalen. Damit sie noch mehr Stauraum haben. Genau, dann nochmal oben. Richtig heftig, Leute. Hier wird einfach alles gesammelt. Vor allem muss man mal so sagen, wie schmal das hier ist, um hier durchzukommen. Ne? Das ist richtig krass. Warte mal, hast du gerade gehört? Rote Tür. Ach du Scheiße. Geh mal mich so an das eine Mal, wo wir erwischt worden sind, wo der auf uns losgegangen ist. You don't have to be here, it's my property! You know, it's not hey, your... Hey, calm down, okay? Da haben wir auch erst was gehört und haben es einfach ignoriert. Wir haben ja in Frankreich auch schon mal ein bisschen Ärger gehabt mit der Polizei. So ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis. Ja, das hat sich nach dem Tor vor. Ja, von der Fahrradkette. Genau. Ich glaube, in der jetzigen Situation sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir irgendwo noch einen zweiten Ein- und Ausgang finden. Draußen hatten die auf jeden Fall noch ein Gewächshaus gehabt, wie man sehen kann. Ist eigentlich noch in relativ gutem Zustand. Es sind, glaube ich, nur ein paar Glaselemente zerbrochen. Ja, ist komplett Zuwachs mittlerweile. So, und für die immer sagen, wo sind denn die Spinnennetze? Also das, jetzt habe ich es auch noch angefasst. Ist ja wohl mehr als deutlich, ne? Dass es hier
richtig fettes Spinnennetz ist. Und das ist einfach hier überall im ganzen Haus. Auch wenn wir nicht immer jedes einzelne Spinnennetz zeigen, Leute. Ja, es gibt Spinnennetze. Ne? Ja. Ja, Leute, es gibt Handschuhe. Die besitzt auch Sabrina. Ja, ich habe es gerade ausgehabt, weil ich gerade ein bisschen... Hab ich doch an. Ach, den anderen hast du. Okay, ja, dann ist okay. Wir schauten uns in diesem Raum um. Alles war noch da. Es war ein wunderschöner, verlassener Ort, in dem die Zeit stillsteht. So Leute, nachdem wir diesen ellenlosen Gang hier lang gelaufen sind, stehen wir jetzt hier im Wohnzimmer. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Du läufst quasi vom Hausende hier hin und bist im Wohnzimmer, ja, oder? Ja, ein bisschen eigenartig. Aber das ist schon echt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Hier ist auf jeden Fall richtig guter Zustand. Nicht so zugemüllt wie die anderen Räume. Hier kann man sich das noch richtig gut vorstellen, wie die hier mal gesessen haben. Kamin angewiesen. Und hier das ein oder andere Buch gelesen haben. Dabei noch eine Partie Schach. Und offenbar hat der hier gewohnt hat, irgendwie entweder was damit zu tun gehabt, mit Kanonen, vielleicht aus dem Krieg damals. Vielleicht war er selber Soldat. Oder hat die Sachen einfach nur gesammelt. Auf jeden Fall ist das sehr militärisch alles. Ja. Sehr militärisch und schon sehr oft hier wiederzufinden im Haus, ne? Das stimmt. Da oben ist irgendein Fuß von so einem Tier. Ja, sehe ich jetzt auch gerade. Oh Gott, ist das ekelhaft. Was ist denn das für einer? Ich weiß nicht. Ein Reh, ne? Ja, ich glaube, ja. Reh. Ich habe gedacht, das ist irgendwas anderes. Irgendwie Deko oder so. Bestimmt, das ist irgendwie... Boah, Leute, das ist ekelhaft. Ich habe gar nicht gesehen. Also ich habe hier so geguckt und guckte nach oben. Ich denke so, oh nee. So, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall nichts mehr gehört. Glauben wir zumindest. Aber das letzte Mal war es leider auch genauso. Wir haben jetzt gesagt, dass wir nochmal zurück zum Eingang gehen, weil wir müssen ja da rausgehen. Und dann werden wir schauen, entweder gehen wir dann raus oder wir gehen nach oben gucken in der ersten Etage. Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig aufgeregt und ja, ich hoffe einfach, dass wir nicht erwischt werden oder irgendein anderes Erlebnis hier haben. Oh, was machst du denn? Boah Leute, ich habe ganz das Gefühl, dass hier irgendein Tier mich bekrabbelt an. Die hat gerade schon geguckt, aber da ist nichts. Oh, noch mehr Kisten. Ja. Guck mal hier. Hier ist irgendwas. Bis 1900. Ist es 48 oder 98? Tja. Eigentlich könnte man eine 4 erkennen, aber ich glaube, das ist eine 9, oder? Lass mal weiter gucken gehen. Hier ist auf jeden Fall dieses Rohr, dieses Heizungsrohr. Das geht echt komplett nach oben. Auf jeden Fall eins der Schlafzimmer mit zwei Betten drin. Das sieht irgendwie aus wie so Kinderzimmer, ne? Die Betten sind relativ klein, wie man sieht. Und hier auf jeden Fall ein Schlafzimmer, ne? Ja. Dieses Schlafzimmer befand sich noch in einem relativ guten Zustand und war nicht so vollgestellt wie das andere Schlafzimmer. In diesem Zimmer gab es noch viel Einrichtung und Dekoration, die uns als Besucher von diesem Lost Place viele Eindrücke gaben, wie die Bewohner hier vor vielen Jahren einmal gelebt haben. Alter, guck mal, wie komisch hier dieser Rahmen aussieht, ne? Dieser Türrahmen, ne? Ja. Sehr eigenartig. Der Boden so komisch auf einmal. Ja, das sieht aber auch sehr eigenartig aus, die ganze Gang. Vor
weiß noch nicht, ob das ein Holzboden hier ist oder was ist das? Ich weiß es nicht, Anja. Sieht so aus, ne? Ja, lass mal lieber sein. Das sieht doch nicht mehr gerade aus. Aus wie so eine Rumpelkammer oder sowas. Keine Ahnung, richtig gruselig. Das sieht auch so aus, wenn da hinten irgendwie so ein... Ich weiß nicht, du konntest die Tür auch abschließen. Diese ja. Da ist so ein Schiebeschloss vor. So, wie wenn man so eingesperrt worden wäre oder sowas. Ja. Voll gruselig. Oh, unheimlich, echt. Lass mal lieber hier. Übrigens habe ich gerade hier in dieser Rumpelkammer Fotos gefunden, ne? Von Soldaten. Also ich vermute, also die waren auf jeden Fall schon ältere Fotos. Also ich vermute, dass hier mal irgendwelche Soldaten gelebt haben oder die Vorfahren. Das wird ja auch irgendwie zusammenpassen mit den ganzen Sachen, die man hier gefunden hat, ne? Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall irgendwie auf eine Art richtig unheimlich hier. Vielleicht war der Soldat mal in Indien. Hier sind nämlich überall so Elefanten, wie man das so aus Indien kennt, finde ich, Anja. Weißt du, was ich meine? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. So ein bisschen indische Akzente, ne? Kann schon gut möglich sein. Der eine Typ, der uns das eine Mal so angegriffen hat und erwischt hat, der hat ja auch erzählt, dass er aus Afrika, also in Afrika zuständig ist als Soldat und auch in Indien und anderen Fernländern, ne? Also könnte schon irgendwie auf eine Art passen, ne? Vielleicht hat er im Krieg ja auch so einen wegbekommen, dass er jetzt hier so angefangen hat, irgendwelche Sachen zu sammeln. Oder die vielmehr. Hier scheinen ja mehrere Personen gelebt zu haben und sind dann einfach irgendwann verstorben, oder? Ja. Aber auf jeden Fall waren sie Sammler und haben wirklich gefühlt einfach alles gesammelt, was sie in ihrem Leben jemals gekauft haben. Von Zeitschriften bis Bücher bis Antiquitäten, einfach alles. So Leute, wir haben jetzt hoffentlich alles gesehen. Wir werden jetzt versuchen, hier unbemerkt rauszukommen. Also sollte nochmal irgendwas passieren, dann melden wir uns auf jeden Fall nochmal. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst gerne einen Kommentar und abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.